Hi und herzlich willkommen zu Paunetech. Auf vielfachen Wunsch möchte ich dir heute drei Übungen zeigen, mit denen du die sogenannten Chicken Wings, also die Rückseite deines Arms, richtig schön straffen und trainieren kannst. Also du weißt vielleicht, wenn deine Arme nicht so trainiert sind, dass gerade beim Zähneputzen oder so hier unten die Seite einfach mitwackelt. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du deinen Trizeps, also die Rückseite deines Oberarms, richtig gut trainieren kannst. Dafür zeige ich dir drei verschiedene Übungen und ich hoffe, dass du sie regelmäßig mitmachst. Am besten 2 bis 3 Mal pro Woche und dann wirst du schnell merken, dass dieser Teil auf jeden Fall fester und straffer wird. Übung Nummer 1 für feste Oberarme ist die Trizeps-Liegestütze. Ich zeige dir hier verschiedene Varianten, weil diese Form der Liegestütze schon ziemlich fortgeschritten ist. Also mach dir keine Sorgen, wenn du sie noch nicht im Original ausführen kannst. Ich zeige dir noch 2 weitere leichtere Varianten. Zuerst die Originalversion. Ganz wichtig, spann deinen Bauch an, setz deine Hände unter deine Schultern und zwar diesmal nicht schulterbreit oder weiter, wie du es von der normalen Liegestütze gewohnt bist, sondern ganz eng zusammen. Ganz wichtig ist, dass du jetzt die Ellbogen nach hinten drehst. Das heißt, hier vorne, die Beuge deines Ellbogens kommt nach vorne. Also nicht nach außen gehen, sondern richtig nach innen drehen, sodass die Ellbogenbeuge nach vorne zeigt. So hältst du diese Position. Also nicht nachlassen, nicht nach außen drehen, schön vorne lassen. Schultern sind tief, von den Ohren weg. Jetzt kommst du in die Liegestützposition, wie immer. Du hängst bitte nicht durch und du streckst deinen Po auch nicht raus, sondern hältst einen geraden Rücken. Jetzt atmest du ein und kommst mit geradem Rücken langsam nach unten, bis deine Nasenspitze fast den Boden berührt. Bauch ist fest. Atme aus und drück dich wieder nach oben. Einatmen tief, langsam und kontrolliert. Ausatmen hoch. Bei dieser Übung geht der Ellbogen, also dein Oberarm und der Ellbogen, ganz nah an deinen Rippen vorbei. Also am besten ist es wirklich, darauf zu achten, die Ellbogenbeuge nach außen zu drehen. Und wenn du die Ellbogen beugst, also nach unten kommst, dann sind deine Oberarme, die streifen quasi deine Rippen ganz nah. Und dann drückst du dich wieder nach oben. Wenn du das noch nicht kannst, kannst du es leichter machen. Komm einfach auf die Knie. Auch hier nicht durchhängen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also Bauchnabel nach innen ziehen, Ellbogen reindrehen, Ellbogen beugen nach vorne. Einatmen tief, die Arme gehen ganz nah am Körper runter. Die Ellbogen zeigen nach hinten, Kopf ist locker, Nacken entspannt. Ausatmen, wieder hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Noch etwas leichter kannst du es dir machen, indem du deine Knie weiter ranziehst. Jetzt befinden sich deine Knie direkt unter deinen Hüften. Ganz häufiger Fehler ist, dass du jetzt das Gewicht nach hinten verlagerst und irgendwie sowas in der Art machst. Also das auf keinen Fall, sondern du bleibst vorne mit dem Gewicht. Spann den Bauch an, Rücken ist gerade. Einatmen tief, Nasenspitze zur Matte. Ausatmen hoch. Einatmen tief und ausatmen hoch. Das ist die erste Übung für schöne Oberarme und straffe Oberarmrückseite gegen die Chicken Wings. Und jetzt zeige ich dir die zweite Übung. Für die zweite Übung legst du dich seitlich auf deine Matte oder deine Unterlage. Entspann deine Beine. Deine Beine sind einfach gebeugt und deine Hüftknochen sind übereinander. Jetzt nimmst du den unteren Arm und legst ihn mit der Hand hier oben auf deine Schulter. Also halt ihn schön nah am Körper, oben an der Schulter die Hand ablegen. Die andere Hand nimmst du jetzt vor dich, am besten so nah, dass dein Daumen deinen Ellbogen berührt. Wichtig, deine Fingerspitzen zeigen nach oben, also in dieselbe Richtung wie dein Kopf. Versuch deinen Nacken nicht zu verkrampfen, sondern entspannt zu halten. Jetzt atmest du ein und beim Ausatmen drückst du dich nach oben, bis der Arm komplett gestreckt ist. Ganz nach oben drücken. Einatmen, langsam wieder absenken. Wenn du möchtest, kurz ablegen. Wenn du schon viel Kraft hast, darfst du natürlich auch hier die Spannung über der Matte halten. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ziel ist es, den Arm komplett durchzustrecken, also hier in der Endposition komplett gestreckt zu halten. Wenn das noch nicht geht, dann ist das kein Problem. Du kannst die Übung leichter machen, versuchst einfach nur so weit du kannst nach oben zu kommen. Selbst wenn das nur so ein bisschen ist, ist es schon völlig in Ordnung. Ziel ist es, wie gesagt, die ganze Strecke zu gehen, langsam und kontrolliert. Und natürlich wiederholst du dasselbe dann auch mit dem anderen Arm auf der anderen Seite. Das war die zweite Übung und jetzt folgt Übung Nummer 3.
Übung Nummer 3 für schön geformte Arme ist die sogenannte Krabbe. Dafür setzt du dich auf deine Matte, stell deine Füße auf, setz die Hände ab, deine Fingerspitzen zeigen nach vorne. Falls du Probleme mit den Handgelenken hast, kannst du sie leicht nach außen drehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Schulter nach unten drückst, die Brust rausstreckst. Also auf keinen Fall locker lassen und hier in so einem Rundrücken sitzen. Schieb jetzt die Hände so fest du kannst Richtung Matte und heb deinen Hintern an. Achtung, nicht die Schultern nach oben kommen lassen, sondern bewusst von den Ohren wegstrecken. Halte diese Position. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt abwechselnd eine Hand und den entgegengesetzten Fuß versuchen zusammenzubringen und wieder abzusetzen. Hoch und tief, hoch und tief. Wenn du Probleme mit dem Gleichgewicht hast, versuch deinen Bauch anzuspannen und am besten einen Punkt vor dir zu fixieren. Dann wird es leichter, dein Gleichgewicht zu halten. Ausatmen, hoch. Einatmen, die Hand wieder absetzen. Wenn das noch nicht geht, dann kannst du einfach hier halten oder du hebst abwechselnd nur die Hände nach oben, also verlagerst das Gewicht immer auf eine Hand. Und das kannst du auch abwechselnd machen, also eine Hand, einen Fuß, eine Hand, einen Fuß. Wichtig ist, ganz besonders wichtig bei der Übung ist, dass du die Schulter nach unten drückst und hier nicht nachlässt. Also deine Ellbogen sind richtig feste gestreckt, deine Oberarmrückseite ist fester angespannt. Alle diese drei Übungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, sind sehr effektiv, aber natürlich nur dann, wenn du sie auch machst. Also anschauen alleine bringt nichts. Das heißt, du musst sie schon mit mir mitmachen oder selber in deinen Workout einbauen. Am besten machst du je nach deinem Fitnesslevel zwischen 10 und 20 Wiederholungen pro Übung und wiederholst dann alles dreimal, sodass du drei Runden hast. Und ich empfehle dir, diese Übung mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche zu machen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht, die Übung auszuprobieren. Falls das so ist, dann klick doch bitte auf Gefällt mir, hinterlass mir einen Kommentar und teile das Video mit deinen Freunden. Außerdem findest du im Link unter diesem Video meinen kostenlosen Abnehmplan mit über 90 völlig gratis Low-Carb-Rezepten und ich freue mich, dich da dann wiederzusehen. Bis dann, ciao!